Hallo liebe Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal Alles und Nichts mit Anne. Heute mit einem Gast, meine Cousine Pia ist da. Hallo. Hi Pia, schön, dass du da bist. Ich möchte euch heute gerne anhand von Pia zeigen, wie man einen ganz einfachen Alltagslook kreiert. Und wenn euch das interessiert, dann bleibt doch einfach dran. Schön, dass ihr wieder da seid und eingeschaltet habt. Heute mit meiner Cousine Pia, die extra den ganzen Weg aus Potsdam nach Berlin gekommen ist. Da freue ich mich ganz doll. Dankeschön. Sehr, sehr gerne. Ja, total schön. Pia und ich haben am gleichen Tag Geburtstag übrigens. Aber wann, verraten wir nicht. Alle, die uns kennen, wissen es sowieso. Ja, und Pia hat sich gewünscht, dass sie die CC-Cream mal ausprobieren kann von Erborian, die ich euch gezeigt habe. Und wir haben auch schon geguckt, für Pia würde die Lilane in Frage kommen. Wir haben uns natürlich vorher die Hände gewaschen, ne? Ja. Und wir gehen nämlich uns nur mit sauberen Händen ins Gesicht, sonst kriegt man nicht Pickel. Und wir legen auch einfach. Und ich werde auch Pia anleiten. Also ich schminke sie nicht, sondern ich leite sie Schritt für Schritt durch die Dinge, die sie zu tun hat, damit sie einen schönen Alltagslook hat, weil es auch um die Lernkurve hier geht. Wir fangen an mit der Gesichtsgrundlage. Da hat Pia sich die Lilane CC Cream von Erborian ausgesucht. Kannst du mal holen, dann in die Kamera halten. Vielen Dank. Ich nehme einfach die CC, die getönte Tagescreme, und wir tragen uns die dann jetzt einfach mal auf und nebenbei quatschen wir. So. Meine Creme sieht so aus. Ihr habt es ja vielleicht in meinem anderen Video schon gesehen. Nimm einfach so viel, wie du dich wohlfühlst. Nachmachen kann man immer noch, ne? Genau. Brauchst du einen Spiegel? Okay, erstmal so. Okay. Bei dem. Okay. Und wie fühlt es sich an? Sehr angenehm. Ja? Also auch reichhaltig, ne? Ja. Also was hast du denn eigentlich für einen Hauttypen? Auch trocken. Auch trocken. Ja. Hm. Pia, wie alt bist du denn? Vielleicht ist es nochmal. Ich bin 22 Jahre alt. 22, genau. Okay. Ja. Ne, ich bin ja 31 und ihr seht ja, Pia hat einen schönen gebräunten Teint. Sie ist viel an der frischen Luft durch den vielen Sport, den sie macht. Und ich bin viel drin, weil ich einfach eine Couch-Potato bin. Nein. Achtest du eigentlich auf Sonnenschutz in deiner... Ist es auch nicht schlimm, wenn du Nein sagst? In meiner Creme generell. Ja, oder Make-up, was du trägst oder so? Also Make-up generell trage ich ja gar nicht. Ach ja, okay. Beim Sport, wenn ich draußen trainiere, ja, ist Tatsache auch eher weniger. Okay. Aber sonst, wenn ich auch Sonne geplant, dann natürlich trage ich sonst auch meine Tagescreme. Weiß ich gar nicht, ob da irgendwie Sonnenschutz mit enthalten ist, weiß ich gar nicht. Hm. Okay. Also ich habe es jetzt in meinem ganzen Gesicht aufgetragen. Ich mache mal den Spiegelcheck. Oh krass. Wie gefällt es dir? Ich finde, es sieht richtig gut aus. Mega. Richtig gut. Habe ich mir echt gewünscht, dass es so ausschaut. Ne? Oh, das freut mich voll. Ja, genau. Pia macht schon alles richtig. Wie ihr seht, immer schön hier noch ein Stückchen nach unten ziehen, ne, damit es nicht maskenhaft aussieht. Pia hat schon genug Videos von mir gesehen, um das zu wissen. Oh ne, mega schön. Sieht. Ich finde, es sieht gleich. Komm ein Stückchen ran an die Kamera. Ich finde, man kann bei Pia jetzt sehr schön sehen, dass das Lilane das alles ein bisschen frischer erscheinen lässt. Die Creme hat ihre unterschiedlichen Hautverfärbungen, also Rötungen oder beziehungsweise, ich hatte das Gefühl, durch dein vieles Draußensein warst du an manchen Stellen etwas bräuner als an anderen. Das hat es jetzt alles so ein bisschen ausgeglichen. Mhm. Ja. Ist echt schön, das Ergebnis zu sehen. Bei mir wäre die wirklich zu dunkel gewesen, aber zu deinem gebräunten Ton passt es gerade super. Weiter mit dem Highlight. Wir schminken einen Alltagslook. Das bedeutet, wir wollen ein ganz subtiles, ein ganz schlichtes Highlight verwenden. Und Pia hat sich da im Vorfeld mit meiner Unterstützung folgendes Produkt ausgesucht. Zeig doch mal unseren lieben Zuschauern, was du dir ausgesucht hast. Das ist der Hollywood Flawless Filter von Charlotte Tilbury. Ich habe den euch in einer Produktvorstellung schon gezeigt. Und Highlight trägt man hier auf dem Wangenknochenpartie auf, in so einem C hier rum. Man kann es unter der Augenbraue auftragen, wenn man möchte. Man kann es auf die Nase, man kann es überall auftragen. Überall, wo ihr glänzen wollt, wo ihr glowen wollt, könnt ihr das auftragen. Da wir aber was Schlichtes schminken wollen, würde ich sagen, trägt Pia es einfach auf, hier so im C um ihre Augen auf den Wangenknochen, so ungefähr bis hier auf. Ja, das jetzt auf den Handrücken aufgetragen. Wisst ihr was? Ich mache mit. Ich kann auch ein bisschen Glow vertragen. Und tupfen oder erstreichen auch?
So, dass du das Gefühl hast, dass es gleichmäßig verteilt ist auf auf der Stelle, wo du das aufträgst. Genau. Learning by doing, habt keine Angst vor Make-up, man kann es wieder abwaschen und das ist das Schöne daran. Und wenn man leicht anfängt, es ist leichter, etwas aufzubauen, als etwas wegzunehmen, was man zu viel aufgetragen hat. Darauf wollte ich eigentlich hinaus. Und ihr seht, ich habe es auch aufgetragen. Und, gefällt es dir gut? Ist schön, ne? Sieht man total den Unterschied, also gerade im Spiegel jetzt auch. Vielleicht gehst du ein Stückchen an die Kamera ran, dass die anderen es vielleicht sehen können. Ja, da ist die Highlighter-Seite. Ja, und hier. Da ist es noch ein bisschen matter, finde ich auch, dass man es sehr schön sieht, aber es ist nicht zu aufdringlich. Genau so stelle ich mir einen Alltags-Make-up-Look vor. Das ist nicht zu viel. Oh, ich finde es schön. Mm, toll. So, wir haben die Gesichtsgrundlage gemacht, wir haben uns einen schönen Glow aufgetragen, weiter geht es mit Rouge und mir fällt ein, was ich vergessen habe. Ich hole schnell meine Mischpalette. Ah, stimmt. Haha. Ja, wo kriegt man so eine Mischpalette auch her? Ich habe die bei Douglas bestellt, die Mischpalette. Du kannst auch einen Teller nehmen, einen Unterteller. Mhm. Es ist ja alles wasserlöslich, ja, es ist ja nichts wie ein Edding, was da drauf bleibt. Also von daher, feel free, sowas zu kaufen. Ne? Oder einen Teller oder so. Ich habe es einfach geholt, weil ich halt einfach wollte. Für was für einen Rouge hast du dich für deinen Alltagslook entschieden? Rouge für diesen hier, hm? Ja. Den haben wir genommen. Den hat Anna auch schon mal benutzt gehabt. Genau, das ist der Benefit Poise Tint. Und der kommt mit so einem, wie so einem Lipgloss-Applikator. Den kann man übrigens auch auf den Lippen tragen. Da musst du ein bisschen mehr, der ist wirklich sehr leicht. Der ist sehr leicht von der Deckkraft her. Und es kann sein, dass man ihn auf Pias Haut so erstmal gar nicht sehen wird. Wir versuchen es einfach mal. Pia arbeitet jetzt das Produkt von der Mischpalette in den Pinsel ein. Genau, alles rein nach Höhe, genau. Super. Mhm. Ja, jetzt hat sie das Produkt auf dem Pinsel. Kannst du mal kurz zeigen, wie der Pinsel aussieht? Sehr gut. Und dann wird sie den Rouge jetzt hier auf ihren Apfelbäckchen als kleiner Tipp. Genau, du machst das schon richtig. Ihr könnt lächeln. Und dann könnt ihr quasi hier so sagen, da wo der Mittelfinger dann ist beim Lächeln, da könnt ihr den Rouge auftragen. Dann macht die Pia das jetzt mal. Es ist wirklich eine sehr leichte Deckkraft. Aber das Gefühl ist auch, ich war so ein bisschen skeptisch auch, wie sich das anfühlt, ne? Weil sonst habe ich immer, wenn er nur so einen ganz normalen Puder, genau. Ja. Und ja, fühlt sich aber schön an. Also nicht zu klebrig oder so, ne? Pia hatte mir nämlich, glaube ich, unter einem Kommentar oder bei Instagram hat sie mich gefragt, ob der sich irgendwie klebrig oder so auf der Haut anfühlt. Aber es ist. Oh, es sieht so schön aus. Oh, ich bin so happy. Es ist so, so schön. Ich habe mir natürlich auch ein ganz tolles Model ausgesucht für meinen ersten Gaststar hier. Ja, das finde ich schön. Ja. I love it. Sehr schön. Oh, du siehst so richtig gesund aus. Also die CC Cream hat mich echt Die ist toll, wa? Ich brauche heute keinen Rouge. Ich habe jetzt vor lauter Aufregung so Apfelbäckchen schon genug. Kriege ich auch sehr schnell. Oh, schön. Oh, ich freue mich, wenn das für dich funktioniert. Ich glaube, du kannst noch ein Stückchen zu mir ins Bild reinkommen. Hi. Das ist nämlich gar nicht so viel Platz vor der Kamera. Und ihr wisst, wie klein das hier ist. Eigentlich sitzt hier in so einem Schuhkarton. Ich war auch überrascht. Wie klein das hier ist. Ich muss mich erstmal hier sortieren, wo Anna hier alles hinstellt. Das ist ganz, ganz merkwürdig, aber so schön. So schön, du siehst richtig schön aus. Und war es leicht für dich jetzt, das zu benutzen? Ja. Also ich habe im Highlighter, ne? Mhm. Also ihr müsst wissen, ich habe noch nie Highlighter irgendwann in meinem Leben mal benutzt. Man probiert sich halt aus, ne? Also, ja. Aber es kommt dann alles. Aber alles sehr easy. Och, du siehst wunderschön aus. Wunderschön. Wir haben jetzt den Rouge aufgetragen. Ich würde sagen, wir machen weiter bei den Augenbrauen. Mhm. Was sagst du? Ja. Da hat Pia ihre eigenen Produkte mitgebracht, einfach damit wir mal was Neues vorstellen können. Genau. Erzähl uns mal, was hast du mitgebracht? Also aus der Drogerie auch, von Catrice. Ich habe jetzt mal den mitgebracht noch. Mhm. Genau. Hat auch so eine Bürste wieder, ne? Kannst du ja mal gerne zeigen. Ich habe jetzt den hier, der ist ein bisschen kleiner und da sieht man halt nicht mehr. Pia ist auf alles vorbereitet, finde ich total süß. Hier hinten hat so ein Spoolie drin, damit kann man sich die Augenbrauen durchkämmen. Ne? Auch gerade wenn man sowas wie eine Creme aufträgt, eine Foundation, du kannst auch gerne schon loslegen, wenn du möchtest. Kann man sich die Reste rauskämmen. Und im Endeffekt ist das hier wie so ein Kajal, der Stift.
Ihr seht, Pia benutzt den auch. Das heißt, an benutzten Produkten kann man immer sehen, derjenige, der euch das zeigt, der benutzt das auch wirklich gerne. Oh, guck mal, ich habe mich gekratzt. Hattest du in meinem Video auch schon mal gemacht. Ich werde hier misshandelt. Von mir selbst. Ja, genau. Klar, gerne. Ich benutze den jetzt auch einfach mal spontan und ich komme zu euch hier ran. Ja, super schwierig übrigens zu sprechen, wenn man sich die Augen kaum macht. Und ich will ja auch irgendwie in die Kamera gucken, aber irgendwie will ich auch gucken, was ich mache. Warum? Warum will ich gucken, was ich mache? So. Oh ja, doch, der lässt sich gut benutzen. Ich hatte den vorher auf meiner Hand versucht aufzutragen. Oh, das machst du gut. Oh, voll der gute Unterschied. Ja, schön, dass du das nochmal zeigst. Die hinten auch mal ein bisschen länger noch. Also das habe ich einfach lieber. Ja, soll man ja auch, ne? Die sollen ja ungefähr da enden, die Augenbrauen, wo man dann quasi das so hier verlängern würde. Mhm. Oh, es sieht sehr schön aus. Das ist ganz toll, ne? Deswegen finde ich es schön, dass Pia auch einfach ihre Drogerieprodukte mitgebracht hat, die sie jeden Tag benutzt. Pia studiert nämlich und kann sich vielleicht nicht immer die teuren Sachen leisten. Mhm. Und von daher ist es doch ganz schön, das zu sehen. Ich finde auch, wie geht es dir? Ich finde, wenn man die Augenbrauen gemacht hat, sieht man irgendwie gleich schon geschminkt aus. Also irgendwie geben die Augenbrauen so einen tollen Rahmen für das Gesicht. Ich finde das super. Ja. Oh, du siehst super schön aus. Ich habe das übrigens auch mit dem, die Augenbraue ist immer Katastrophe. Aber ich bin so glücklich. Erzählt mir von euren merkwürdigen Augenbrauen, ja? Die eine Seite funktioniert, die andere nicht. Ja, schön, Pia hat es auch. Wunderbar. Du siehst, also ich finde, du siehst jetzt schon ziemlich fertig aus für so einen Alltagslook. Pia sieht frisch aus. Sieht gesund aus. Wir wollen aber heute noch ein bisschen mehr machen. Ja, und zwar fangen wir jetzt mit dem Lidschatten an. Warum kommt der Lidschatten vor dem Mascara? Was meinst du? Kannst du besser mit arbeiten. Also, ne, weil Pulver kräuselt ja auch runter dann. Und dann genau. Richtig. Absolut richtig. Sonst verfängt sich vielleicht der Lidschatten in der feuchten Mascara oder keine Ahnung. Deswegen machen wir es einfach so. Was hast du dir denn ausgesucht als Alltags-Lidschattenpalette? Die werde ich übrigens auch benutzen. Habe ich diesen benutzt? Das ist die Natasha Denona Camel-Palette. Ja, habe. Natasha. Genau, dann nimmt sich Pia einen fluffigen Blendepinsel. Den da würde ich dir empfehlen. Und ich nehme mir auch einen fluffigen Blendepinsel, weil ich werde ihr jetzt quasi alles vormachen. Mhm. Unser Augenlid, ich fange das jetzt wirklich basic an. Unser Augenlid hat ja hier das bewegliche Lid. Und dann hat es hier die Lidfalte. Die Lidfalte nennt man im Englischen Crease. Mhm. So, und wir fangen an. Ich möchte gerne mit euch anfangen, dass wir uns eine Farbe aussuchen, die wir in die Lidfalte auftragen und so ausblenden. Deswegen nehmen wir uns einen fluffigen, sauberen Pinsel, mit dem man das Produkt aufnehmen kann, ganz einfach mit Scheibenwischerbewegungen oder mit kleinen Drehbewegungen auf das in die Lidfalte auftragen kann. Ich würde mich entscheiden. Kann ich mal kurz fragen? Ja, also ist es egal, welche ob man hell oder dunkel in die Lidfalte quasi macht? Gute Frage, Pia. Also ich würde immer empfehlen, eine dunkle Lidfaltenfarbe zu nehmen, weil dunkle Farben vertiefen etwas. Mhm. Helle Farben bringen etwas hervor. Deswegen benutzen wir auch ein helles Highlight, um unsere Wangenknochen zum Poppen zu bringen, hervorzuheben. Und deswegen würde ich sagen, du hast... Pia hat sehr schöne, tiefe Lidfalten. Du hast auch ein sehr schönes, sichtbares Lid. Meine Mama zum Beispiel, die grüße Mama, dich lieb. die hat Schlupflider. Da ist es ganz besonders clever, mit dunklen Farben zu arbeiten. Gute Frage. Vielen lieben Dank. Ich würde als Lidfaltenfarbe entweder diese Farbe empfehlen, weil es die dunkelste von der ganzen Palette ist. Oder eine von den beiden. Das sind übrigens, die drei sind matt, die zwei sind schimmernd, die subtil schimmernder, die ein bisschen doller, schon fast ins Metall. Eine aussuchen. Ich würde tatsächlich die hier nehmen. Bitteschön. Dankeschön. Dann klopft das Produkt ab. Während Pia sich entscheidet, welche Farbe sie nehmen will, lege ich schon mal los. Mhm. Und dann gehe ich in meine Lidfalte. Ich muss meine Mischpalette als Spiegel nehmen, so ein bisschen. Ich habe mich für die andere Seite übrigens entschieden. Super, finde ich gut. Und dann geht ihr hier so rein. Ihr könnt auch übrigens den Pinsel hier so reindrücken. Jetzt wird es ein bisschen eklig. Falls ihr das nicht sehen könnt, guckt kurz weg. Man kann auch hier das so reindrücken. So, ihr seht es hier schon schön. Habe ich das so in meine Lidfalte gebracht?
Wenn das hier oben drüber geht, macht euch keine Sorgen. Dafür haben wir später einen sauberen Blendepinsel, mit dem man das dann ganz gut ausblenden kann. Oder mit einer hellen Farbe kann man das auch nochmal korrigieren. Wie gesagt, habt keine Angst davor, dass was nicht gut aussieht. Man kann es immer wegwischen. Danke, meine Liebe. Ich gehe mal einmal um, ans andere Augenlid. Vielleicht trage ich das da mal nicht gleich so doll auf. Und wie läuft es bei dir, Pia? Ja. Du hast ein bisschen... Genau, man sieht den Unterschied auf jeden Fall. Du hast dich ein bisschen vorsichtiger angetastet, ne? Ja. Die Farbe, die ich benutzt habe, die ist natürlich auch schon ziemlich dunkel. Und dann habe ich auch noch so helle Lider. Das gefällt mir aber. Ja, sehr, sehr schön. Sehr schön. Ich sehe schon gleich wieder ein bisschen doller aus. Ich bin auch schon ein bisschen älter, vielleicht kann man dann noch einfach... Für jeden ist ja auch Alltagslook ein Unterschied, ne? Für manche ist so Full Glam der Alltagslook und für manche ist, oh, Lidschatten ist mir schon zu viel für den Alltagslook. So, als nächstes, weil es ein Alltagslook ist, kann man sich überlegen, dass man nur noch eine zweite Farbe benutzt für das bewegliche Augenlid oder ob man noch eine dritte Farbe benutzt. Was möchtest du? Möchtest du drei Farben benutzen oder möchtest du zwei Farben benutzen? Ich würde Tatsache, also je nachdem, wie wir jetzt, ne? Tatsache drei Farben gerne nehmen wollen. Okay. Hast du noch keine Ahnung wie, aber... Ich mach dir den Vorschlag. Könnten wir auch einfach nur noch hier auf das bewegliche Augenlid eine Farbe auftragen und hier dann im inneren Augenwinkel ein Highlight setzen? Worauf hast du Lust? Wäre das möglich, quasi das Dunkle auf das Bewegliche und das Hellere dann vorne? Ja, das wäre genau auch das richtige Vorgehen, was Pia da gerade gefragt hat. Hell benutzen wir natürlich immer als ein Highlight. Und wenn sie das Dunkle benutzen will, ich kann dir aber nur sagen, dieses Dunkle, ich swatch euch das mal, das ist ziemlich dunkel. Das wird dann schon ein poppiger Alltagslook, aber warum nicht? Mhm. Alles ist möglich. Es glitzert. Es glitzert, es schimmert, es ist toll. Diese Farben kommen immer am besten raus, wenn ihr sie mit dem Finger auftupft. Deswegen würde ich sagen, da brauchen wir den Pinsel dann jetzt nicht. Und dann legen wir einfach los. Und ich nehme aber die helle Farbe auf meinem beweglichen Augenlid. Und Pia nimmt die dunkle Farbe. Dann könnt ihr sehen, was das für einen Unterschied macht. Ich trage das hier einfach so auf. Es gibt ja das Gerücht oder die Annahme, dass man, wenn man älter ist und schon faltigere Augenlider hat, dass man dann keine Schimmerfarben benutzen soll. Leute, es ist Geschmackssache. Es ist Geschmackssache, ob man das möchte oder nicht. Wenn ihr euch damit wohlfühlt, egal wie alt ihr seid, tragt es einfach. Das wollte ich euch nur sagen. Ich mag Lidschatten, der glitzert. Also trage ich auch gerne im Alltag, ne? Also habe ich immer. Schön. Ich finde es ein bisschen zu doll, deswegen gehe ich mit meinem Pinsel, den ich vorher benutzt habe, gehe ich nochmal drüber. Das ist auch nicht krass. Es ist sehr deckend. Es ist eine ganz tolle Qualität. Und dadurch, dass ich das jetzt so ein bisschen verreibe und vertupfe mit dem Pinsel, nehme ich quasi diesen schimmernden Effekt, den wir ja durch das Auftragen mit dem Finger, durch unsere Körperwärme, durch das leichte Fett, was wir an den Fingern haben, dadurch werden diese Schimmerpartikel im Endeffekt aktiviert. Und durch den Pinsel nehme ich das jetzt hier dann ein bisschen weg, weil es mir doch zu viel war. Ihr seht es. Ja, hier habe ich die Schimmerfarbe aufgetragen, hier ist sie noch nicht. Ja, ich finde es war besser, das übrigens so ein bisschen abzudimmen. Ich habe noch so viel an meinem Finger. Ich werde es hier einfach dann jetzt weiterhin auftragen. Pia, zeig du doch schon mal in die Kamera, wie es so geworden ist und wie du es findest. Genau, ich finde es super. Also ich würde jetzt auch nicht mehr mit dem Pinsel rübergehen. Ich finde das alles so in Ordnung. Du warst vorsichtiger, ne, mit der Farbe als ich. Ja, Finger rein und einfach mal probiert. Ja, cool. Ja, also bin sehr zufrieden. Ich finde, du siehst auch super aus. Du siehst nicht zu doll geschminkt aus und trotzdem aber frisch. Genau. Ich finde auch Tatsache mal gut zu sehen. Ich hatte mal so ein bisschen Angst mit so einem Farben, mit so einem Brauntönen, mit so einem Sandtönen auch so. Ja. Hatte ich mal so ein bisschen Angst, aber ich finde, das sieht echt gut aus. Warum hattest du Angst? Weil du blaue Augen hast? Nee, irgendwie war das so dunkel einfach. Also ich weiß nicht, ich dachte mal, ich muss helle Farben irgendwie mehr benutzen, sonst sieht das zu düster aus einfach. Auch das ist aber schön, dass du da jetzt so sagst, okay, das hätte ich nicht gedacht, aber ist gut geworden. Super. Hat aber gut geholfen, das mit dem Pinsel zu machen. So, ich zeige euch dann nochmal, wir nehmen uns mal ein, du brauchst es gar nicht, guck mal kurz in die Kamera, Pia hat keine so eine sichtbare Kante, wie ich es hier zum Beispiel von dem Braun habe, das ist nicht so eine dunkle genommen. Wie kann ich also diese dunkle Farbe ein bisschen abdimmen? Und zwar nehme ich hier einen sauberen Blendepinsel,
und gehe mit diesem, wo noch kein Produkt drauf ist, gehe ich einfach über die Kanten rüber. Und falls ihr das Schreien im Hintergrund hört, das ist mein Kind und mein Mann. Oder sind mein Kind und mein Mann, die draußen spielen, damit wir hier drehen können. So, und dann gehe ich hier an diese Kante ran und verblende es nochmal. Und es ist schon softer geworden. Ja, definitiv. Na? Hier habe ich es nochmal verblendet. Da ist es noch ein bisschen härter, die Kante. Und auch hier kann ich das so machen. Und das könnt ihr so lange machen, wie ihr euch wohlfühlt. Wenn es nicht klappt, könnt ihr auch einfach einen hellen Lidschatten nehmen und es damit quasi ein bisschen abdimmen. Ich habe auch das Gefühl, ich finde auch. Auch am Anfang, dass es so dunkel erst war, ne? Ja, wie gesagt, es hat es gut, hat gut miteinander jetzt harmoniert und gewirkt. Super, dann können wir jetzt Mascara auftragen. Wollten wir jetzt noch die dritte? Also entschuldige, natürlich. Wir wollen ja noch ein Inner Corner Highlight setzen, ein Innenaugenwinkel-Highlight. Und zwar, damit wir im Endeffekt in der Farbpalette bleiben, weil wir euch heute auch eine Lidschattenpalette vorstellen wollten. Für Pia habe ich den Pinsel rausgesucht. Prinzipiell ist alles, was für euch im Augenwinkel ganz gut funktioniert, am besten. Irgendwas mit einer scharfen Kante oder mit einer spitzen Spitze. So. Und Pia nimmt das aus der Lidschattenpalette, die hellste Farbe, die ich schon auf dem ganzen Lid habe, und ich nehme was anderes. Okay. So, bitteschön. Und was ich nämlich nehme, ist, ich gehe nochmal zu unserem Highlighter zurück, den wir verwendet haben. Und ich trage mir den auf. So. Also gehst du nur vorne an die Spitze, oder? Okay. Genau. Das macht den Unterschied. Da ist das Highlight aufgetragen, da habe ich es noch nicht aufgetragen. Und auch da, ne, was für uns oder was jetzt für mich in dem Video ein Alltagslook ist, das kann für jeden variieren. Manche sagen schon, für mich ist ein Alltagslook, dass ich mir die Augenbrauen mache und Make-up und Mascara auftrage. Nur weil ich das so mache, heißt das nicht, dass ihr das auch so machen müsst, dass das hier ein Gebot ist, was ich sage. Ich wollte euch einfach nur mal zeigen, was man machen kann, falls ihr da noch nicht so viele Ideen für habt. Ich habe den jetzt mal ein bisschen hochgezogen, damit das mit dem Braun da oben... Ja, ne? Gerne, natürlich. Ich hoffe, man sieht das. Schön sieht's aus. Gefällt mir ganz gut. Du bist so schön braun und ich bin so Porzellantan. So, coolio. Achso, was man noch machen kann, jetzt wird's richtig fancy. Guck mal. Kann man hier noch so unter dem Augenbrauen... wie nennt man denn das? Bogen? Kann man das noch so auftragen? Zeig mal in der Kamera, wie das jetzt aussieht. Oh, das ist so schön, ne? Das macht so einen Unterschied. Ich mache das, weil ich noch Reste vom Produkt hier auf meinem Handrücken und auf dem Pinsel habe. So. Tupf, 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 tupf. Das finde ich auch in den Videos immer witzig. Ich sage immer, zack, fertig ist der Lack. Sage ich auch immer. Tupf, 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 fertig ist der Lack. Ich mache auch, weil... Ach, sehen wir schön aus. Jetzt kommen wir zum Mascara. Jetzt. Yay! Was hast du mitgebracht an Mascara, Pia? Da habe ich auch meinen Mascara, den ich tagtäglich benutze, mitgebracht. Der ist auch aus der Drogerie von Catrice. Ich habe mich auch, so wie viele wahrscheinlich, und wir auch, ganz, ganz viele Mascaras ausprobiert. Und habe mich für den dann irgendwann entschieden. Genau. Wie heißt denn der? Hast du das schon gesagt? Glam Doll. Glam and Doll. Du hast den... Genau. In normal, ich glaube, in wasserfest ist er blau. Ne? Genau. Ist die Tube blau, das machen sie ja oft. Wasserfest komme ich nicht ran. Da habe ich immer Angst am Abschminken dann auch, dass da Wimpern? Wimpern, genau. Rausgehen. So abbrechen, ja. Ich weiß nicht, ob die Angst berechtigt ist, aber ja. Ja, genau, zeig mal nochmal das Bürstchen. Das ist eine gute Idee, dankeschön. So, so professionell. Wir haben gelernt von Anne. Genau. Super, dann trag mal auf, ich hole mir auch was. Was nehme ich denn Schönes? Hier, dann nimm mal meinen Kanal. Hallo und herzlich willkommen. Da bin ich wieder. Ich nehme die Clinique High Impact Mascara von Clinique. Das habe ich mal so als Probegröße bekommen. Und damit bin ich auch sehr zufrieden. Hat so ein Bürstchen hier. So. So, ich zeige schon mal mein eines Auge. Oh, bam. So schaut das aus. Sehr und, schön. Ich habe Anne schon vorhin erzählt, dass ich immer so einen kleinen Trick zeig habe. Zeig mal deinen Trick, genau. Muss ich hier mal kurz reinmachen. Und zwar, ich gehe immer noch mit meinem Finger quasi ran und dann biegen die sich so, bis es quasi getrocknet ist. Ich fühle mich damit wohler einfach und weil ich so jetzt das Gefühl habe, dass sie nicht so krass gebogen sind, genau, gehe ich einfach zum Ansatz,
schließe dann meine Augen immer und halte dann und gehe dann nochmal so ein bisschen nach, wie als wenn mein Finger quasi die Bürste wäre. Voll gut. Genau, und dann finde ich... Der macht ja bei dir... Der ist genau, ja fast dieser Schock, den ich benutzt habe, ja. Von wow, crazy. Genau, das ist mein kleiner Trick, geschminkt, den ungeschminkt. Sehr gut. Ich habe die Glennon Doll auch ausprobiert. Ich fand, die bei mir hat die nicht ganz so gute Ergebnisse erzielt wie bei Pia. Und auch da ist es so cool zu sehen, dass was von manchen vielleicht das Lieblingsprodukt ist, funktioniert bei anderen aber vielleicht gar nicht so gut, ja? Und cool. Echt cool. Und ich finde es auch super schön, dass du Drogerieprodukte mitgebracht hast, um auch den Zuschauern und Zuschauerinnen zu zeigen, man muss nicht immer das teure Zeug nehmen, ja. Ne? Gott, ich glaube, das schaut total, glaube ich, komisch aus in der Kamera, wenn ich das hier so mache. Nein, ich finde es super. Sieht nicht komisch aus. Ja, so stehe ich dann jeden Tag vom Spiegel. Oh, genau. Voll geil siehst du aus. Oh, du bist so hübsch. Die sind ganz unterschiedlich und trotzdem kann man an uns sehen, dass Schönheit einfach total unterschiedlich sein kann. Riesenspektrum. Und jeder ist schön. Ja. Ja. So sieht es bei mir aus. Ich bin auch sehr zufrieden. Oh, jetzt kommt die Sonne raus. Jetzt sind wir so angestrahlt. Wow. Wir sind fast am Ende mit unserem Alltagslook. Was fehlt jetzt noch, Pia? Die Lippen. Die Lippen. Was haben wir uns da ausgesucht? Ich muss den hier, ne? Genau. Ja. Das ist Fenty Beauty, die Gloss Bomb. Sache schwierig. Ja, ist total schwierig. Die Gloss Bomb von Fenty Beauty hat sie sich ausgesucht in der Farbe Fuzzy. Und ich habe die Gloss Bomb Fenty Beauty in der Farbe Sweet Mouth ausgesucht. Das sind Lipglosse und die sehen sich ziemlich ähnlich. Pia hat die etwas dunklere Farbe, die passt besser zu ihrem natürlichen Lippenton. Ich habe die hellere Farbe genommen. Weil ich auch was auftragen wollte. Und ich habe sowieso alle vier Farben, oder wie viele Farben jetzt davon? Vier? Sechs? Ich weiß nicht, ich habe vier Farben davon. Genau, ich mache hier wieder, wie immer, mein Lippenpiercing weg. Oh, die riechen. Oh, die riechen richtig gut. Wonach riechen die? Fruchtig? Ich weiß es nicht. Ich muss ganz ehrlich sagen, irgendwie gibt es so einen Geruch, wenn du, glaube ich, so ein bisschen auch in die Kerzenabteilung von Ikea reinkommst. Mhm. So, Rihanna, deine Lippenprodukte riechen wie eine Ikea-Duftkerze. Also was ja nicht negativ ist, ne? Aber nein, Ikea ist ein Milliardenunternehmen, glaube ich. Das wäre doch mal mega geil. Nicole, was hältst du von der Idee? Ikea-Duftkerze mit Fenty-Lipgloss-Geruch, oder? Mega geil. So, jetzt mal Spaß beiseite. Jetzt wieder die ernsten Dinge. Make-up. Und wie fühlt es sich an auf den Lippen? Sehr angenehm. Also ich hatte auch schon mal Lipgloss, so, die so geklebt haben. Mhm. Ne? Sehr unangenehm, aber gar nicht. Also so wie, ich benutze noch Lombagine, ne? Immer so, ja, als meine tägliche Lippenpflege. Ja. Fühlt sich genauso an. Also sehr angenehm. Also jetzt, ja. Schön. Dann gucken wir mal in die Kamera. Das ist unser Ergebnis. Das wäre unser Alltagslook. Du siehst klasse aus. Ich bin super zufrieden. Also die CC Cream hat mich umgehauen. Also ja, die passt auch wirklich richtig, richtig toll zu deinem Teint. Auch deine Augenbrauen, wow, sieht richtig schön aus. Ach Leute, das war's. Es hat mir so Spaß gemacht. Das auch mega cool. Wenn ihr Bock habt, zu mir zu kommen und euch schminken zu lassen und aus Raum Berlin oder Potsdam kommt, schreibt mir einen Kommentar. Ich schminke euch gerne. Also ich zeige euch, wie ich euch schminken würde. Und ich finde dafür... dass Pia von sich selber eigentlich sagt, dass sie sich gar nicht so wirklich auseinandersetzt mit Make-up. Würdest du sagen, schaffst du das auch alleine, das jetzt so zu Hause nochmal so zu machen? Easy. Auf jeden Fall. Und du hast es ja jetzt auch als Video, dann kannst du es dir nochmal angucken. Voll schön. Ja. Danke, meine Süße. Ich habe zu danken. Wenn euch solche Videos gefallen, dann schaut doch mal nach da oben bei Pias Kopf. Da ist mein letztes Video. Und da unten, bei Piers, da unten könnt ihr ein Abo dalassen und ich freue mich schon aufs nächste Mal und bis dahin, ciao ihr Lieben, bis zum nächsten Mal.